Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Küchengeflüster mit Ela. Heute koche ich für euch ein Eierfrikassee nach DDR-Rezept. Die ganzen Zutaten findet ihr wie immer in der Infobox. Nach dem Intro starten wir. Als erstes werden die Eier für 9 Minuten gekocht. Die Butter gebe ich in einen Topf und lasse sie schmelzen. Zusammen mit dem Mehl mache ich eine Mehlschwitze daraus. Ich muss alles gründlich rühren, damit sich keine Klümpchen bilden. Nun gieße ich langsam die Gemüsebrühe dazu und rühre weiter kräftig um. Wenn die Soße die gewünschte Konsistenz erreicht hat, würze ich mit Salz und Pfeffer. Als nächstes gebe ich die Möhren und die Erbsen dazu und lasse alles weich köcheln. Nachdem die Eier geschält sind, schneide ich sie in kleine Stücke. Mein Gemüse ist jetzt weich gekocht, da gebe ich einen reichlichen Esslöffel Senf hinzu. Außerdem gebe ich ein Glas Kochsahne hinzu. Der Saft von einer halben Zitrone gibt der Soße eine leicht säuerliche Note. Zum Schluss müssen die Eier nur noch einmal kurz aufgewärmt werden. Nun ist mein Essen schon fertig und ich kann anrichten. Wenn euch das Rezept gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Nun kann ich euch nur noch viel Spaß beim Nachmachen wünschen und lasst es euch schmecken.